Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Sterne-Guide für Super Mario 3D World. Heute machen wir Welt 4-3, Tanz in der Wolkendisco. Als kleine Info, hier müsst ihr wieder drauf schauen, dass ihr bis zum ersten Checkpoint mindestens 3 Kopien von euch habt, so dass ihr insgesamt 4 Figuren habt. Den ersten Stern könnt ihr gar nicht verfehlen. Der befindet sich kurz vor der ersten Teleportationsbox. Hier müsst ihr warten, bis die Blöcke sich so rhythmisch verändern, dass ihr an den grünen Stern kommt. Kurz nach der Teleportationsbox bekommt ihr auch schon den Stempel. Kurz nachdem ihr die rhythmischen Blöcke rechts überwunden habt, seht ihr auch schon den Checkpoint. Hinter dem Checkpoint befindet sich eine Viererplatte. Hier müsst ihr mit insgesamt 4 Charakteren auf die Platte springen. Diese fährt nun nach oben und oben trefft ihr nun auf den Stempel. Nun geht ihr bis zur nächsten Teleportationsbox. Sobald ihr den nächsten Abschnitt gekommen seid, geht ihr so lange geradeaus, bis ihr oben eine grüne Röhre seht. Springt in diese Röhre rein und ihr kommt in einen neuen Raum. Hier müsst ihr für den zweiten Stern auf den Schalter springen und alle blauen Münzen einsammeln. Habt ihr dies geschafft, so bekommt ihr den zweiten Stern. Sobald ihr die Röhre verlassen habt, müsst ihr nur noch rechts die Rampe runterrutschen. Achtet hierbei drauf, dass hier auch die Blöcke rhythmisch wechseln. Den letzten Stern bekommt ihr kurz vor dem Ziel. Hierfür benötigt ihr nur 2 Personen. Hier muss jeweils ein Charakter auf einem der 2 Schalter stehen. Habt ihr beide Schalter gedrückt, so erscheint der letzte dritte Stern. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Like, Kommentar und oder Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.